Wir vom EWZ bringen den Strom nicht nur durch die Luft und durch den Boden zu den Leuten, sondern manchmal auch durchs Wasser, wie hier am Bauschänzli im Zentrum von Zürich. Wir haben hier defekte Zuleitungskabel im Wasser, die Beleuchtung auf einem Schiffssteg plus Steckdosen speisen. Und die haben wir auswechseln. Und das haben wir gemacht mit zwei Tauchern von der Seepolizei, die uns geholfen haben. Wir mussten zuerst die alten Kabel rausnehmen aus dem Wasser. Und dann haben wir die zwei neuen Kabel eingezogen und haben die hier oben in der Verteilkabine und hier vorne am Steg dann wieder anschliessen. Die grösste Herausforderung an dieser Arbeit heute war, dass wir das Kabel nie gesehen haben, weil es liegt im Wasser. Und uns erst Taucher eigentlich können sagen, wie sieht es aus. Und das Kabel war halt sehr verwachsen im Seegras. Und es hat sehr viel Muskelkraft gebraucht von unseren Männern, dass wir das rausgebracht haben. Die Zusammenarbeit von meinem Team oder unserem Team und der Seepolizeitaucher ist sehr gut gelaufen. Wir mussten uns zuerst wahrscheinlich absprechen, wo fangen wir an, auf welche Seite ziehen wir zuerst. Für unsere Leute ist das auch nicht alltäglich. Wir machen das nicht jeden Tag, so Auswechslungen mit Tauchern und durchs Wasser. Und ich bin also sehr stolz auf unser Team. Wir haben sogar eine Person, die ins Wasser gestiegen ist, um das Kabel nachher wieder befestigen an der Mauer. Und als wir das Kabel gewechselt haben, hat die Bevölkerung von der Stadt Zürich jetzt wieder eine schöne Beleuchtung an der Brücke, an der Steg, am Seebecken und an der Limette.